Die Wiener Innenstadt ist fast menschenleer. Rund einen Monat vor dem Fest ist von aufkommender Vorweihnachtsstimmung keine Spur. Mit dem Beginn der neuen Woche sind aufgrund der deutlichen Wiederausbreitung des Coronavirus neuerliche Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten. Diese gelten zumindest für Geimpfte höchstens bis zum 13. Dezember. Ja, natürlich nervt es mich. Ich wäre schon in Weihnachtsstimmung gewesen und wäre gerne auf den Weihnachtsmärkten gegangen, aber es nützt eh nichts. Wir können eh nichts ändern, wir können uns nur daran halten und das Beste daraus machen. So wie es ist, so ist es. Und man sollte die Impfpflicht einführen, ab sofort. Ja. Hat es früher auch gegeben. Ich bin als Kind in der Schule geimpft worden, ohne dass meine Mutter etwas unterschreiben musste, ohne dass ich gefragt wurde. Wir haben es alle überlebt. Ja. Also die Regierung hat ein bisschen versagt, aber man kann nicht alles auf die Regierung schieben. Ja. Wenn die Leute nicht vernünftig sind, dann sind sie es nicht. Ja. Also. Eltern haben in Österreich die Wahl. Entweder schicken sie ihre Kinder weiterhin zur Schule oder behalten sie zu Hause. Ein flächendeckendes Angebot für Fernunterricht am Bildschirm besteht allerdings nicht.